Jo, scheint so, als wenn wir los können. Betten sind gemacht, Schränke sind voll. Haben wir was im Kühlschrank? Na gucke, auch voll. Alles dabei. Auf geht's. Ja, hallo hier auf dem Klostermann-Kanal. Und ihr habt gesehen, Fahrzeug ist fahrbereit, Sachen sind gepackt. Und ja, wir haben auch ein bisschen mehr Alkohol eingepackt, weil wohin geht es? Dieses Mal geht es nach Norwegen. Letztes Jahr waren wir in Schweden und dieses Jahr soll es nach Norwegen gehen. Und ihr kennt das vielleicht, in Norwegen ist Alkohol besonders teuer und ganz ohne Alkohol geht es nur auch nicht. Wenigstens mal ein Bierchen oder Weinchen sollte man dabei haben. Also wir haben gepackt, alles drinne, Kühlschrank ist voll, habt ihr gesehen. Also grundsätzlich, jetzt geht's los Richtung Norwegen. Was haben wir geplant? Tja, im Groben nur die Richtung. Norwegen, ja. Wir fahren mit der Fähre von Hirtshals nach Bergen. Das zeige ich euch gleich mal auf der Karte. Die haben wir hier drauf. Moment. Da gehen wir gleich mal näher ran. Ja, unsere schöne Karte, die wir hier extra an die Tür geklebt haben. Kann man natürlich abmachen. Aber ihr seht ja schon unsere letzten Touren nochmal. Also vor 3-4 Jahren sind wir runter den alten Pilgerweg gefahren bis Santiago de Compostela, bis hierhin, zurück über Nordspanien und Holland und so weiter wieder nach Hause. Letzter, wie gesagt, Schweden. Dazu gibt es ja die Videos hier auf diesem Kanal, das könnt ihr euch anschauen. Und dieses Jahr geht es also hoch nach durch Dänemark bis Hirtshals hier an die Spitze, vorbei mit der Fähre hier unten im südlichen Teil von Norwegen bis nach Bergen. Ja, 16 Stunden Fährfahrt. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, das ist nicht so ein hoher Seegang. Ich werde nämlich immer seekrank. Also von daher ist das spannend. Aber schauen wir mal. Ich denke, es geht alles gut. Letztes Jahr sind wir auch mit der Fähre von Rügen rübergefahren nach Trelleborg. Das waren so auch so 6 Stunden. War auch kein Problem. Und dieses Jahr, wie gesagt, nach Bergen. Warum mit der Fähre, habe ich schon gesagt. Wir sind nicht über den Landweg gefahren, sondern wollten wir speziell mit der Fähre hier langfahren und wollten schon im oberen Teil, so ein bisschen oberen Teil von Norwegen ankommen. Von hier aus geht es dann also weiter in diesem Bereich der Fjorde lang und so weiter. Mal sehen, wie lang wir oder wie weit wir kommen, was wir uns alles anschauen, was wir da an Zeit brauchen. Wir machen uns da keinen Druck, das wisst ihr. Immer schön, da wo was los ist, da wo wir was gucken können, da wo Sehenswürdigkeiten sind, Natur und so weiter. Da wollen wir natürlich hin und da wollen wir langfahren, da wollen wir stehen. Und klar, man könnte jetzt bis Narvik, bis zu den Lofoten und so weiter hoch, meinetwegen auch bis Nordkap, aber das ist zu viel Kilometer. Und auch in diesen 3 bis 4 Wochen ist das nicht zu schaffen, beziehungsweise wäre ein extremer Fahrstress. Muss man nicht haben. Es soll ja Urlaub sein und wir wollen was sehen, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, dann geht es jetzt auf den Rückweg von Norwegen rüber nach Schweden und dann wieder diese Tour runter. Und in diesem Bereich wieder lang, dann über die großen Brücken, Malmö und so weiter, über Dänemark zurück nach Hause. Aber das soll erst in 4 Wochen sein. Schauen wir mal. Ja, es wird bestimmt spannend und ich freue mich drauf. Bleibt also dran bei dem Kanal hier. Hier könnt ihr dann die nächsten Folgen über Norwegen euch anschauen und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und Erholung bei euren Womo-Tours überall, wo ihr unterwegs seid. Bis dahin, euer Klostermann.